Danke dir. Glück auf und guten Morgen. Herzlich willkommen hier zum Mediengespräch vor dem morgigen Halbfinale im DFB-Pokal hier um 20.45 Uhr in unserer Felddienstarena gegen Eintracht Frankfurt. Eine Information vorab von mir zu diesem Spiel. Morgen sind es 61.891 Zuschauer. Auch das bedeutet morgen ausverkauft. Wir haben ein kleines Kontingent von 300 Karten, die wir nicht verkaufen durften wegen eines Sicherheitspuffers. Ansonsten sind alle Tickets weg. 61891. So wird es dann gesagt. Das ist die Info von mir vorweg. Dann eröffne ich gleich die Fragerunde. Bitte schön. Toni Lieto hat Raphael Wieswegh knapp geschlagen. Herr Tedesco, wie groß ist der Schwung, den Sie jetzt aus dem Revierderby mitnehmen in das Pokalspiel? Ja, Glück auf, guten Morgen. Es ist natürlich schön, wenn man Derby gewinnt und 3 Tage später hast du so ein wichtiges Spiel, ein Halbfinalspiel, aber gegen eine enorm starke Mannschaft. Daher glaube ich schon, dass wir mit einer breiteren Brust ins Spiel gehen, aber trotzdem hochkonzentriert. Ansonsten wird es schwierig. Raphael Wieswegh, dann der Kollege hier vorne, dann Dirk Schamann. Ja, hallo Herr Tedesco, von meiner Seite. Breel Mbolo hat ja schon angedeutet, dass er sich vorstellen könnte, wieder spielen zu können im Pokal. Vielleicht können Sie zu ihm und zum restlichen Personal uns mal ein Update geben, wie es da aussieht. Ja, Breel geht es besser. Hat, wie gesagt, diese muskulären Probleme gehabt. Wir werden heute und morgen nochmal schauen, wie es ihm dann nochmal... Ja, 5 bis 6 Stunden vorm Spiel geht. Ich glaube, das wird eine Entscheidung sein, die wir dann kurz vor knapp fällen werden, weil wir da trotzdem auch noch der Meinung sind, kein Risiko gehen zu können bei solchen Geschichten. Da haben wir alle nichts davon. Aber wie gesagt, er fühlt sich gut, er fühlt sich bereit. Wenn die Ärzte und die Physios grünes Licht geben, dann passt das auch. Und die anderen, ja, keine Blessuren aus dem Spiel, allen geht's gut. Wir müssen heute nochmal sehen, wie der Akkustand ist bei dem einen oder anderen. Wir haben aber trotzdem nochmal genug Zeit bis zum Spiel und dann sehen wir weiter. Hier vorne ist die nächste Frage von Radio Emscher-Lippe. Kurze Frage zu Eintracht Frankfurt. Da gibt es im Moment einen großen Nebenschauplatz rund um die Diskussion um Niko Kovac. Inwieweit kann das die Frankfurter Mannschaft morgen beeinflussen bzw. auch ein Vorteil für Schalke sein? Ja, also zunächst mal bin ich viel zu weit weg. Wir haben eigene Themen, um die wir uns tagtäglich kümmern müssen. Da kann ich mir nicht zumaßen, irgendwas zu dieser Situation zu sagen. Aber eins ist natürlich klar, ich meine, Frankfurt wird sich morgen zerreißen. Jeder einzelne Spieler, die wollen ins Finale, die wollen nach Berlin, waren es letztes Jahr schon, wollen es jetzt wiederholen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie großartig irgendwo noch in den Köpfen rumschwirrt. Aber wie gesagt, ich bin zu weit weg. Dirk Schlamann und dann Jens Tampier. Herr Tedesco, Sie haben gesagt, dass Sie noch einen Akkucheck vornehmen müssen. Wie viel Körner hat das Ding am Sonntag gekostet? Es war ja schon, war recht warm, sehr intensives Spiel. Ist jetzt auch ungewohnt, so eine englische Woche nach so einem Spiel. Wie viel Körner hat es gekostet? Ja, wir haben Vollgas gegeben. Insofern hat es schon ein bisschen was gekostet, aber das ist für uns kein Problem. Die Spieler sind fit, Spieler sind top motiviert, haben trotzdem gestern ein Regenerationstraining gehabt um 10.30 Uhr, waren quasi um 13 Uhr daheim, haben gestern frei gehabt, somit, um heute wieder ab 15 Uhr trainieren zu können. Also wir haben genug Stunden gehabt, um jetzt zu regenerieren. Außerdem haben wir noch Spieler drin, die nicht gespielt haben oder die wenig zum Einsatz kamen in den letzten Wochen oder auch im letzten Spiel. Und daher werden wir schon die Mischung finden. Also das ist überhaupt keine Problematik. Jens Tampier war dran, der Mikro schon da hinten. Dann du wieder, Dirk.
Herr Tedesco, das Bild, wie Sie bei den Fans waren, hat ja so ein bisschen die Schlagzeilen der nächsten Tage auch geprägt. Wie ist das bei Ihnen? Sammeln Sie Fotos, sammeln Sie Zeitungsausschnitte? Wird dieses Bild immer nur in Ihrer Erinnerung bleiben? Und wenn gesagt wird, dass die Fans Sie durch diese Geste geadelt haben, können Sie das so nachvollziehen und können Sie dem zustimmen? Also ich sammle keine Bilder und keine Videos, das mache ich nicht, aber die Momente, die habe ich schon im Kopf drin und ja, grundsätzlich geht es darum, auch Momente zu sammeln. Das war für mich ein schöner Moment, trotzdem habe ich ja versucht zu erklären, wie es zu dieser Situation kam. Die Mannschaft hätte oben stehen sollen, trotzdem waren die Fans beharrlich. Ich meine, die Situation, wenn ich nicht hochgegangen wäre, könnte ich mir gar nicht ausmalen. Daher war das jetzt eine schöne Sache, war eine einmalige Sache. Im nächsten Spiel hoffe ich, dass trotzdem irgendjemand hoch muss, weil das würde bedeuten, dass wir erfolgreich waren. Aber das werde nicht ich sein, sondern ein Spieler. Wie gesagt, war eine schöne Sache, war eine schöne Geste seitens der Fans, aber nicht mehr und nicht weniger. Daher ist es gut, wenn wir fokussiert bleiben. Wir haben eine großartige Aufgabe vor uns. Es ist ein Privileg, ein Halbfinale spielen zu dürfen. Und wir werden alles reinsetzen. Der große Schlamann und sein Toni Lieto. War eigentlich nur eine Anschlussfrage an Ihre Antwort vorhin. Ist durchaus möglich, dass Sie ein bisschen mehr rotieren als sonst. Sie sind ja schon auch bekannt dafür, dass Sie von Spiel zu Spiel immer schauen, wer bei 100% ist. Also kann man durchaus erwarten, dass Sie morgen aufgrund des Spiels am Sonntag vielleicht ein bisschen mehr durchwischen werden? Ehrlich gesagt weiß ich das noch gar nicht. Frankfurt kennen wir. Frankfurt haben uns jetzt auch nochmal vor Augen führen dürfen. Das ist natürlich eine Mannschaft, die extrem robust ist, die eine gewisse Körperlichkeit hat, die viel über Athletik macht. Wenn man sich die Spieler anschaut, selbst ein Marius Wolf, unabhängig, ob er auf einer 8- oder auf einer Außenverteidigerposition spielt, Kevin Prinz Boateng, Haller, wir glauben auch, dass Rebic mitmischen könnte, Jovic, das sind Spieler, die über eine brutale Physis verfügen und daher brauchst du schon Kraft, brauchst du Körperlichkeit, aber nicht nur. Es gibt auch andere Methoden, wie du diese Themen umgehen kannst. Aber wir wissen es noch nicht zu 100%. Daher braucht man da schon nochmal die letzten Stunden und die letzten Tage. Toni Lieto und dann Raphael Wiesweg. Das können in der Liga ist es ja so, dass sie den Spielern selbst überlassen, wer den Elfmeter schießt. Im Fall eines Elfmeterschießens gegen Frankfurt, wie wird es da sein? Bestimmen Sie dann die Schützen oder machen die das wieder untereinander aus? In der Liga haben ja 5, glaube ich, geschossen. Das würde ja passen für diesmal. Oder sagen Sie, Guido Burgstaller könnte ruhig auch mal bei so einem Elfmeterschießen ran? Auch da, wenn ich ehrlich bin, überhaupt keine Gedanken gemacht bis dato. Vielleicht müssen wir es auch nicht. Wir sind eigentlich damit sehr gut gefahren, solche Themen dann vor Ort zu klären. Die Spieler, die sich fit fühlen, die sich bereit fühlen, die das wollen, die hauen die Dinge auch meistens rein. Macht eigentlich auch keinen Sinn, dann irgendjemanden zu verpflichten bei sowas. So sind wir bis jetzt damit gut gefahren, aber wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit. Raphael Wiesweg, hier vorne war es noch, und dann Jens Tampier. Herr Tedesco, wird die Herangehensweise und die Spielweise des Gegners trotzdem vielleicht eine ganz andere als Sonntag? Frankfurt hat zuletzt vor allem vermehrt Tore über das Zentrum kassiert. Über den BVB haben Sie selbst ja versucht, viel über die Flügel, sowohl rechts als auch links zu spielen. Ja, die Eintracht ist sehr stabil, sowohl außen als auch im Zentrum. Bekommen nicht so viel Gegentore und wenn sie welche kriegen, sind es auch teilweise Ping-Pong-Geschichten. Jetzt über Kontersituationen gegen Leverkusen, da hatten sie aber das System schon geändert, haben zu Beginn im 3-4-3 agiert, haben dann wieder mit einer 6 und 2 Achtern gespielt und am Ende im 4-1-4-1 gespielt, also im 4-5-1 und da erst die Kontersituation bekommen. Also sind sehr stabil, haben tolle Innenverteidiger. Fallett hat großartiges Tempo. Auch Abraham ist aus meiner Sicht einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Macht das immer sauber, macht das immer souverän im Zweikampf. Machen das gut, haben, wie gesagt, Mentalitätsspieler drin und sind nicht umsonst mit einem sehr, sehr guten Trainer da, wo sie eben stehen. Haben die Saison, also die letztjährige Saison einfach jetzt nochmal unterstrichen und untermauert, dass das kein Zufall war. Daher Riesenkompliment an Frankfurt und wir müssen schon gucken,
wo wir bei denen Schwächen finden. Jetzt Jens Zampier. Herr Heidel, nur mal spekulativ gefragt, wenn der FC Bayern München 4-5 Spieltage vor dem Ende einer Saison ihren Trainer verpflichten würde, der vorher erfolgreich gearbeitet hätte, würde das so viel Unruhe und Ärger in den Verein bringen, dass das Auswirkungen auf die Leistung hat? Ja, das eine ist ja das Wollen und das andere ist ja so, wie es Bayern gemacht hat, sie haben es ja getan. Also bei uns könnten sie ja wollen, hätten jetzt keinen Erfolg. Bei Frankfurt gab es eben diese Möglichkeit und dass sowas natürlich Unruhe in einen Club reinbringt, das ist doch völlig klar. Also wenn feststeht, dass der Trainer in der nächsten Saison nicht mehr der gleiche ist, obwohl man ihn sehr, sehr gerne als Trainer weiterhin hätte, also dass das ja zu Irritationen führt, ist doch logisch. Aber ich muss sagen, ich war ja gestern auch auf der Tagung, ich kann allen berichten. Also es ging sehr, sehr friedlich ab zwischen beiden. Die haben sogar nebeneinander gesessen. Ich glaube, das ist alles geklärt. Vielleicht hätte einer mal ganz kurz das Telefon in die Hand nehmen können. Da wäre alles erledigt gewesen. Also ich glaube, da war viel Lärm um nichts. Aber nochmal, das ist nicht unser Thema eigentlich, weil ich glaube, dass so eine Entscheidung auch dazu führen kann, dass man sehr, sehr, sehr viel enger noch zusammenrückt, insbesondere vor so einem ja quasi Endspiel fürs Endspiel, also ein Halbfinale, wo es einfach ein K.O.-Spiel ist. Also wir machen uns wenig Hoffnung, das war Ihre Ausgangsfrage, dass es jetzt da in Frankfurt vielleicht Diskussionen gibt, dass es dazu führen könnte, dass wir auf einen Gegner treffen, der verunsichert ist. Also da bin ich ganz, ganz sicher, dass das nicht der Fall ist. Leider. Bonilieto und Dirk Groß-Schlamann, die Nächsten. Tedesco, wir haben ja auch an dieser Stelle schon öfter mal über Leon Goretzka gesprochen. Man wird ja bei ihm den Eindruck nicht los, dass er eigentlich noch mehr könnte, als er bis jetzt in dieser Rückrunde zeigt. Jetzt spielt er am Mittwoch bei seinem neuen künftigen Trainer vor. Glauben Sie, dass das für ihn nochmal eine Zusatzmotivation sein könnte? Jetzt, wo Sie es sagen, Leon braucht keine Zusatzmotivation. Wir sind im ständigen Austausch mit den Spielern, auch mit Leon, und er brennt für die Aufgaben. Er hat sich enorm über den Sieg gegen Dortmund gefreut beispielsweise. Das sind ja auch Kleinigkeiten, wie er dann auch in der Kabine gestrahlt hat, die zeigen, dass er sich mit dem Thema hier bis zum Schluss voll und ganz identifiziert. Dass Leon keinen Rhythmus hat, habe ich mehrmals betont, dass wir trotzdem zufrieden sind, wie er beispielsweise die erste Halbzeit gegen Dortmund performt hat, am Limit auch war, dann im zweiten Durchgang so ein bisschen die Körner gefehlt haben. Aber grundsätzlich, dass wir da zufrieden sind, habe ich betont. Dass er mehr kann, weiß er. Das habe ich auch betont. Aber daran arbeiten wir. Wie gesagt, wenig Rhythmus, jetzt Kontinuität, einige Spiele in Folge gespielt. Motivation zusätzlich braucht er, glaube ich, nicht. Und das sind keine Themen, denke ich, die Leon beschäftigen. Der große Schlamann. Lisa, genau, was in der Nase, ja. Herr Tedesco, mit wie viel Interesse verfolgen Sie natürlich auch das Halbfinale heute Abend? Und was glauben Sie, wer hat da die Nase vorn? Ist ja nicht unwichtig auch, wenn Sie weiter kämen am Mittwoch? Also ich werde es mir natürlich anschauen, weil es einfach ein Topspiel ist von zwei sehr, sehr guten Mannschaften. Bayern sowieso, Leverkusen macht das hervorragend, was Heiko Herrlich da auf die Beine gestellt hat, was die Mannschaft da leistet, auch in den letzten Spielen 8 Tore zu schießen gegen Frankfurt und Leipzig. Ist einfach toll, macht auch Spaß, Leverkusen zuzuschauen, muss ich sagen. Deswegen schaue ich es an, aber aus keinem anderen Grund. Wir haben erstmal selber eine enorme Aufgabe, eine enorme Herausforderung, daher ohne Hintergedanken. Wir müssen erstmal unser Spiel spielen und dort abliefern. Uwe Dietz. Ich würde gerne sowohl den Trainer als auch den Sportvorstand um eine kurze Einschätzung bitten. Das wäre ja für beide, wenn ich das richtig einschätze, die erste Teilnahme an einem Pokalfinale in Berlin. Herr Tedesco, wenn Sie daran denken, wo Sie dann vor einem Jahr standen, vor gut einem Jahr, käme das für Sie nicht auch zum kleinen Wunder gleich, wenn man jetzt plötzlich das Pokalfinale spielen dürfte? Und Herr Heidel, vielleicht an Sie die Bitte, es einzuordnen in der momentanen Entwicklung, die der Verein gerade durchmacht. Was würde dann ein solches Großereignis, wir reden ja noch nicht vom Sieg, vom Pokalsieg, aber was würde das Großereignis Pokalfinale für den Verein bedeuten?
ich rede so ungern über so Themen, weil der Eindruck entstehen könnte. Ich weiß ja, wie schnell das geht. Ja, gefühlt sind die schon in Berlin. Die machen sich jetzt schon Gedanken, in welchem Hotel sie einziehen. Ehrlicherweise mussten wir das schon, aber alle, auch Frankfurt musste schon ein Hotel buchen und Bayern und Leverkusen auch, weil es ist Pfingstwochenende. Aber ich glaube, wir werden das alle erst so richtig spüren, wenn es dann wirklich eingetreten ist, was wir uns ja alle wünschen. Dass das, ich glaube, für jeden, auch für die Spieler, auch für die Verantwortlichen, die es schon erlebt haben, was ganz Besonderes ist, dieses Pokalendspiel, dieses ganze Drumherum. Da kann ich auch für mich sprechen. Das war immer so ein Traum. Ja, also ich habe in meiner Zeit zuvor bei Mainz 05 jetzt weniger daran gedacht, dass ich irgendwann deutscher Meister werden könnte, aber habe immer gesagt, ja, 5 Spiele, dann bist du in Berlin. Ich habe es 24 Mal versucht und bin 24 Mal leider krachend gescheitert. Also der Traum ist nie in Erfüllung gegangen und deswegen, ja, soll das uns gelingen, dann geht schon so ein Traum in Erfüllung, das einfach mal mitzuerleben. Ich war ich war bestimmt 15 Mal dort, aber immer nur in Reihe 27 als Zuschauer oder als Fan. Und das ist die Motivation. Ich kann jetzt nicht mehr helfen, aber die Motivation, glaube ich, für jeden Spieler. Und so ein Endspiel ist für eine ganze Region was Besonderes. Ich glaube, insbesondere für Schalke. Wir haben es jetzt eine Zeit lang nicht mehr erlebt. Und das Allerwichtigste ist, dass wir auch so alle morgen ins Stadion gehen. Also das ist ein K.O.-Spiel und wir müssen diese Derby-Atmosphäre, die einzigartig war, auch auf das Spiel morgen gegen Frankfurt einfach transportieren. Jeder gewonnene Zweikampf muss bejubelt werden wie ein Tor. Jeder Fehler muss verziehen werden, weil dieses Spiel danach steht fest, wer nach Berlin fährt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur Nordkurve, rundherum. Das muss morgen einfach einzigartig werden. Und das wird die Spieler pushen, das wird uns alle pushen. Dann haben wir eine großartige Chance, dieses Ziel zu erreichen. Aber wichtig ist, dass wir das morgen alle nur gemeinsam schaffen werden. Und da brauchen wir die Zuschauer. Wir brauchen eine einzigartige Atmosphäre. Von der ersten Sekunde an beim Warmmachen muss das jeder einfach schon spüren. Und dann bin ich sehr optimistisch, dass wir eine gute Chance haben, das zu schaffen. Das war jetzt ein bisschen ausufernd, sorry. Ja, bei mir wird es ein bisschen kürzer. Letztes Jahr, um die Frage zu beantworten, war ich mitten im Abstiegskampf gemeinsam mit dem FC Erzgebirg Aue. Und es war trotzdem auch ein Privileg, dort sein zu dürfen, weil es nicht selbstverständlich ist, dass ein Verein in so einer Situation einem damals 31-Jährigen vertraut. Und nur deswegen, ja, darf ich auch hier sein. Aber in der jetzigen Situation denke ich in keiner Sekunde, zu keinem Bruchteil, prozentualen Bruchteil, an mich oder meine Karriere oder was letztes Jahr war, sondern wir leben den Moment. Wir haben sehr viel zu tun, müssen sehr fokussiert sein und in sechs Wochen ist, glaube ich, Sommerurlaub und dann haben wir vielleicht mal die Situation, drüber nachzudenken, aber jetzt habe ich viele Themen im Kopf, aber nicht das. Jens Tampier. Noch eine allgemeine Frage an Herrn Heidel. Schade, dass die Managertagung nicht heute ist. Dann hätten Sie ja vielleicht das gestrige Spiel alle noch gesehen. Glauben Sie, dass die Schiedsrichterentscheidung in der Halbzeitpause per Videoassistenten den Elfmeter zu geben, da nochmal die Diskussion auf eine neue Ebene gehoben hätte? Oder hat sich bei Ihnen da nochmal was durchgeändert? Also wir haben auch vor diesem Spiel 1,5 Stunden darüber diskutiert, viele Szenen uns anschauen dürfen, Begründungen gehört. Ich muss sagen, ich war bisher auch in diesen Workshops immer dabei, weil es mich einfach auch sehr interessiert hat. Es war gestern, fand ich, eigentlich eine Diskussion, wo wir alle das Gefühl hatten, wir sind da auf dem richtigen Weg, auch wenn es immer mal Diskussionen über Entscheidungen gab. Aber eigentlich hat sich es gestern so ein bisschen darauf konzentriert, ja, war das Hand oder war es keine Hand? Hätte jetzt der Videoschiedsrichter eingreifen müssen oder nicht? Aber eigentlich ging es mehr so um Regelfragen, weil es die ganz großen Probleme eigentlich nicht gab. Ja, und dann kommt das Spiel da gestern. Tja,
muss sagen, habe auch schon viele Dinge erlebt, aber dass eine Mannschaft in der Kabine ist und wieder raus muss, weil man noch einen kleinen Elfmeter schießen muss, das war jetzt auch neu. Die Frage ist, wie man das hätte verhindern können, weil ich fand, für mich war das Handspiel und der Videoassistent hat seinen Job gemacht und hat dem Schiedsrichter darauf hingewiesen, dass es Hand war. Das Problem war, dass keiner mehr da war. Hätte man das verhindern können, weiß ich nicht, ob der Schiedsrichter unter Umständen das Begehen der Kabine mit dem Pfiff hätte irgendwie unterbinden können, dass er mal sagt, Freunde, wartet mal, ich muss mal ganz kurz da meinem Mann im Ohr, Frau im Ohr war es ja, noch mal zuhören. Es war schon irgendwie etwas skurril. Ich habe ja auch die Kamerabilder gesehen so aus der Mixzone, die kenne ich ja noch ganz gut. Und dann kommen die auf einmal alle wieder rausmarschiert. Frage ist, ja, wäre es uns jetzt lieber gewesen, wenn wir der Meinung sind, es war Hand, man macht es nicht, nur weil die Spieler schon in der Kabine waren. Also der Gerechtigkeit willen, fand ich, war das in Ordnung. Auch wenn das natürlich so ein ganzes Spiel irgendwie in ein ganz anderes Licht gebracht hat, weil es eine solche Situation nicht gab. Ob es die in der Art nochmal gibt, weiß ich nicht, weil da kam eben alles zusammen, dass die Szene auch in der letzten Spielminute, in der letzten Spielsekunde eigentlich war. Deswegen jetzt alles in Frage zu stellen, weil die Kameraden schon auf der Bank in der Kabine gesessen haben, halte ich für falsch. Ist so passiert, kann nicht hundertprozentig sagen, ob man es hätte verhindern können, dadurch, dass man das Begehen der Kabine eigentlich vorher unterbunden hätte. Aber ja, habt ihr doch viel zu erzählen, zu schreiben heute. War doch was Außergewöhnliches. Gibt es weitere Fragen? Wenn ich in eure Gesichter blicke, scheinen die an der Stelle alle beantwortet zu sein. Dann danken wir Ihnen und euch allen fürs Kommen und sehen uns dann morgen hier wieder zum Pokalhalbfinale FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Vielen Dank.